Liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Veranstaltung der Bundestagsfraktion Die Linke. Heute hier an traditioneller Stätte im Felsenkeller in Leipzig. Unsere Hauptrednerin und Podiumsteilnehmerin Sarah Wagenknecht, die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, befindet sich gerade auf dem Weg von der Leipziger Volkszeitung hier zu uns. Sollte in 5 bis 6 Minuten eintreffen. Wir würden ihr dann noch 2 Minuten Verschnaufpause geben, solange werden Volker Kühler und ich euch zumindest auf den heutigen Abend vorbereiten. Volker wird es dann insbesondere tun, was die Historie dieses Saales betrifft. Vielleicht ein bisschen zur Genese, warum Sarah nach der Bundestagswahl, einige hatten ja, vielleicht erinnert ihr euch, erinnern Sie sich daran, versprochen, während der Bundestagswahl zur Abschlussveranstaltung auf den Richard-Wagner-Platz zu kommen. Sie war dann kurzfristig erkrankt und sagte dann eine Woche später, nachdem dann wir wussten, dass wir hier Historisches in Leipzig erreicht haben, nämlich ein Direktmandat für die Linke zu gewinnen, hat sie gesagt, dann, weißt du, ich konnte dich im Wahlkampf nicht unterstützen bei der Erringung dieses Mandates. Du hast 2 Veranstaltungen im nächsten Jahr frei. Die erste lösen wir heute ein, die zweite dann im 2. Quartal. Von daher, das gehört ein bisschen zur Genese dazu. Und eigentlich ist ja heute auch Sitzungswoche in Berlin. Sarah hat sich die Zeit genommen und wird dann auch zu Ihnen, zu euch hier im Saal sprechen und dann auch für eure Fragen zur Verfügung stehen. Ich will auch gar nicht den Inhalten, die Sarah dann in ihrer Rede präsentieren wird, vorwegnehmen. Wir leben heute in einer Zeit, die, wenn man sich Umfragewerte anguckt, wenn man sich Realitäten anguckt, wenn man Gespräche führt, und das tun wir als Politikerinnen und Politiker der Linken tagtäglich, merkt man, welcher Geist in diesem Lande gerade herrscht. Und wenn man sich den Freistaat Sachsen anschaut, wird man feststellen müssen, dass genau dieser Rechtsruck, den wir rundum um unser Land in Deutschland, also in ganz Europa zu verspüren haben, hier in Sachsen ganz deutlich zu spüren bekommen haben, dass es einen deutlichen Ruck nach rechts gegeben hat. Und leider ist meine Heimatstadt Leipzig davon nicht ganz gefeit. Ich will zumindest mit 2 Zahlen Ihnen und euch heute noch, Ihnen und euch die noch präsentieren. Wir hatten bei bisherigen Wahlen in Leipzig immer die Situation, dass das sogenannte linke Lager, wenn man die SPD noch dazu zählen kann, ich tue es einfach mal, auf etwa 54-55% linkes Lager, also SPD, Grüne und Linke, gekommen sind. Bei der letzten Bundestagswahl ist genau dieses Verhältnis gekippt worden, sodass wir nicht mehr auf 50%, sondern nur noch auf 48% linke Seite und der rechte bzw. rechtskonservative bzw. auch rechtsextreme Bereich AfD, CDU und FDP auch in dieser Stadt auf 52% kommen. Das erfüllt mich zumindest auch mit Sorge, wenn ich auf die bevorstehenden Wahlen 2019, es sind kommunalen Europawahlen, schaue. Aber auch die Landtagswahl im Herbst 2019 wirft ihre Schatten voraus. Und hier sind wir alle gefordert, diesen Rechtsruck aufzuhalten mit klarer Kante gegen rechts. Und ich glaube, da kann ich euch versprechen, dass wir das weiter tun. Und Sarah wird das ihrige dann auch gleich tun. Und ich würde jetzt es bei meinen Vorreden belassen. Wünsche Ihnen, wünsche euch heute eine angenehme, unterhaltsame Veranstaltung, einiges an Ideen und Gedanken, die Sie, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Auch in gewisser Weise eine gute Unterhaltung. Und jetzt würde ich das Wort an Volker Kühler übergeben, der insbesondere zur Historie dieser Räumlichkeiten, die ja eine Besonderheit darstellt, sagen wird. Volker, bitteschön.